Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video wollen wir kurz und knapp besprechen, was die Anionenlücke ist. Die Anionenlücke hilft, weitere Informationen, weitere Schlüsse aus der metabolischen Azidose zu ziehen. Wenn ihr das Video noch nicht zur metabolischen Azidose gesehen habt, dann klickt hier. Dort findet ihr raus, wie man eine metabolische Azidose aus einer BGA erkennen kann und hierauf basiert also die Anionenlücke. Das heißt, wenn wir in der BGA gesehen haben, dass wir eine metabolische Azidose haben, dann können wir uns auch noch anschauen, wie ist die Anionenlücke, um mehr Informationen dort herauszubekommen. Noch einmal kurz zur Rekapitulation. Was war nochmal ein Anion? Was war ein Kation? Also, wie gesagt, wir haben die Anionen, das sind die negativ geladenen Teilchen, und wir haben die Kationen, das sind die positiv geladenen Teilchen. Und wenn man das an Stromkreislauf hängt, dann wandern, wie man hier in diesem Bild sieht, da wandern dann die Kationen zur Kathode und die Anionen zur Anode. Was man sich einfach nur merken muss, ist, ein Kation ist positiv geladenes Teilchen, ein Anion negativ geladenes Teilchen. Man kann sich das ganz gut merken, so merke ich mir das, dass ein Kation, zum Beispiel Kalium, das ist K+, Kalium ist ein Kation, und dann weiß man zum Beispiel auch gleich, die ganzen anderen Kationen, die alle Plus sind, wie zum Beispiel Natrium, Calcium und so weiter. Und ein Anion ist dann ein negativ geladenes Teilchen, wie zum Beispiel Chlor. Was ist also die Anionenlücke genau? Die Anionenlücke errechnet sich durch die Kationen, in dem Fall zum Beispiel hier Natrium, minus den Anionen im Blut. Also eigentlich sollte im Blut keine Ladung an für sich sozusagen vorliegen. Das heißt, rein theoretisch würde das genau null ergeben, wenn man alle Anionen den Kationen subtrahiert. Ihr fragt euch natürlich, warum jetzt auch, was ist eigentlich mit dem Kalium? Im Blut hat man ja eigentlich auch Kalium, und das ist ja, wie du gesagt hattest, ein Kation. Das ist natürlich sehr richtig. Das Kalium ist allerdings überwiegend intrazellulär zu finden, also nicht im Blut an für sich, natürlich auch in kleinen Mengen, aber weil es einmal so kleine Mengen sind und weil es auch einfacher zur Berechnung ist, hat man das sozusagen nicht reingenommen. Genauso ist es auch mit anderen Anionen, die im Blut zu finden sind, solche Sulfat, Phosphat, aber einfach zur einfachen Berechnung hat man die nicht reingenommen, und deswegen kommt man auch nicht bei einem Wert von genau 0 raus, bei normal, die normale Anionenlücke ist, sondern wir kommen bei einem Wert raus zwischen 3 und 11. Und das ist sozusagen der Wert. Das heißt, wenn diese Lücke größer als 11 ist, dann hätte man eine vergrößerte Anionenlücke. Das hängt natürlich auch ab von, wie man das misst, also von der Messtechnik. Und diese 3 bis 11 Millimol pro Liter, das sind die Werte der Messtechnik, die eigentlich heutzutage angewandt wird. Aber ihr findet bestimmt auch noch in vielen alten Büchern, da gibt es diesen Cutoff von 16 Millimol, wo es dann vergrößert ist. Das ist dann noch eine ältere Messtechnik, die nicht häufig verbreitet ist heutzutage mehr. Aber ihr findet das vielleicht auch noch in Büchern. Also machen wir jetzt hier ein Beispiel. Wir schauen einmal an, wie das alles funktioniert. Wie auch im letzten Video schauen wir uns die BGA an. Und wir sehen erstmal, haben wir eine Azidose oder haben wir eine Alkalose. In dem Fall hier sind wir unter 7,35. Also haben wir eine Azidose. Dann müssen wir uns jetzt fragen, okay, was ist der Grund für die Azidose? Ist es, dass wir zu viele Säuren, also CO2, haben? Oder ist es, dass wir einfach zu wenige Basen, also Bicarbonat HCO3, haben? Und wenn wir uns hier anschauen, das PCO2, das soll jetzt zwischen 35 und 45 sein, das ist hier genau in der Mitte. Also ist normwertig und ist dann hierfür nicht der ausschlaggebende Grund. Das heißt, es kann eigentlich nur noch das Bicarbonat sein. Und wenn wir aufs Bicarbonat schauen, bei HCO3, das soll jetzt zwischen 22 und 26 sein, das sehen wir, dass es bei 14 ist. Also sehen wir, oh, wir haben wirklich zu wenige Basen in dieser BGA, und damit haben wir hier eine metabolische Azidose. Gut, jetzt können wir in diesem Fall hier bei einer metabolischen Azidose die Anionenlücke anwenden. Wie wir in der Formel gesehen haben, ist es ja die Kation minus die Anion, in dem Fall hier Natrium minus Bicarbonat plus Chlor zusammen addiert. Also tun wir das einmal, wir schauen uns an, okay, wie ist hier das Natrium, das sind wir bei 140, und wenn wir jetzt das Bicarbonat 14 und das Chlor zusammenrechnen, dann sind wir bei 114, also wenn wir 140 minus 114 machen, dann kommen wir raus bei 26. Also sehen wir, okay, wir haben hier wirklich eine vergrößerte Anionenlücke,
weil die Differenz hier über 11 in diesem Fall war. Was sagt uns das jetzt also, wenn wir eine vergrößerte Anionenlücke haben? Das sagt uns, dass wir eine, man nennt es auch eine Additionsazidose haben. Das heißt, was hier der Fall ist, ist, dass hier zu viele Säuren addiert worden sind zu dem Blut und deswegen hier nach dieser Formel das Bicarbonat runtergegangen ist. Also ich erkläre es einmal kurz, hier haben wir das Bicarbonat im Blut und wenn wir jetzt irgendeine Säure, was auch immer diese Säure sein mag, von außen oder endogen aufgenommen haben, dann ist es so, also nicht aufgenommen, aber wenn wir mehr davon haben, dann ist es so, dass die Säuren immer auch H+ mit sich bringen. Und das H+, wie auch im vorherigen Video erzählt, verbindet sich hier dann zu H2CO3 und es wird dann zu Wasser zusammen mit Kohlenstoffdioxid, was ausgeatmet werden kann. Das heißt, wenn wir eine Säure haben, in uns hinzufügen, dann wird dementsprechend auch das HCO3 niedriger. Und dadurch, dass das HCO3 niedriger wird und die anderen Werte aber normal sind, haben wir weniger Anionen in dem Fall und dadurch wird die Anionenlücke größer. Was kann dafür ein Grund sein? Ein Grund kann dafür sein, was ganz nahe liegt erstmal, sind zum Beispiel Intoxikation. Das heißt, wir haben einfach exogen, nehmen wir zu viele Säuren auf. Das können zum Beispiel Salicylate sein, bei Medikamenten, das kann Methanol sein oder Ethylenglykol. Aber es kann auch endogen produzierte Säuren sein. Das kann wie zum Beispiel die Laktatazidose. Und Laktat fällt ja immer an, wenn der Körper Energie herstellen muss ohne Sauerstoff, also bei der anaeroben Atmung. Und das kann hier zum Beispiel im Fall von Schock oder auch bei Hypoxie sein, wenn zum Beispiel ein Organ konkret weniger mit Sauerstoff versorgt wird. Dann können wir aber auch zum Beispiel eine Ketoazidose haben, wo wir eine vergrößerte Anionenlücke haben, wie zum Beispiel bei Diabetes. Da produziert der Körper die Ketonkörperchen, die wieder Energie herstellen, aber die sind halt eben sehr, sehr sauer. Und was man auch noch dran denken muss, ist, es ist auch möglich, eine Additionsazidose zu bekommen, wenn man zum Beispiel ein Nierenversagen hat. Da ist das Problem, dass dann die Säuren, die normalerweise regelmäßig auch im Urin ausgeschieden werden, die H+-Teilchen, dass die dann nicht mehr ausgeschieden werden können und sich dadurch ansammeln im Körper und dadurch man auch eine Additionsazidose haben kann. Okay, dann schauen wir uns die nächste BGA an. Wir sehen hier auch wieder, wir haben auch wieder eine Azidose. Wir haben hier normal vieles CO2, aber wir haben auch wieder zu wenig Bicarbonat. In dem Fall hier bei 19,1. Also sehen wir auch, okay, wir haben wieder eine metabolische Azidose. Also schauen wir uns auch immer gleich noch die Anionenlücke an. Und wir schauen jetzt hier in dem Fall, wie ist die Anionenlücke hier. Wir haben hier unser Natrium, da sind wir bei 141. Dann haben wir unser Bicarbonat 19,1 plus unsere 118. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir bei 3,9 raus. Also haben wir hier eine metabolische Azidose, wo unsere Anionenlücke zwischen 3 bis 11, also sie sollte auf jeden Fall unter 11 Millimol sein. Und weil die unter 11 Millimol sind, haben wir hier eine normale Anionenlücke. Also was sagt uns das jetzt aus, wenn wir eine normale Anionenlücke haben? Im Gegensatz zur vergrößerten Anionenlücke ist es nicht deswegen, weil wir jetzt zusätzliche Säuren im System haben, die dann, ich nenne es mal reaktiv, das Bicarbonat erniedrigen, sondern hier ist es bei der normalen Anionenlücke so, dass das Bicarbonat sozusagen primär verloren geht. Und dieser Verlust, dieser primäre Verlust von dem Bicarbonat wird mit einem Zuwachs an Chlor kompensiert. Und deswegen ist dort auch die Anionenlücke normal groß, weil dort dann reaktiv darauf sozusagen das Chlor ansteigt. Und deswegen kann man diese zwei sozusagen dann unterscheiden und sogar halt eben sehen, wie wir gesehen haben, ob jetzt das Problem ist, dass wir primär mehr Säuren im System haben oder primär das Bicarbonat verloren gegangen ist. Und was für Gründe kann es geben, dass primär das Bicarbonat verloren geht im Körper? Das ein Grund wäre dafür zum Beispiel Diarrhoe. Also wenn man zum Beispiel Durchfall hätte, dann kann man dort vermehrt Bicarbonat durch den Durchfall verlieren.
Es kann aber auch sein, dass man einen Gallen- oder Pankreasfistel hat, also sozusagen eine Verbindung nach außen oder eine nicht natürliche Verbindung, zum Beispiel auch in den Darm. Dort kann es auch sein, dass durch die Gallen- oder Pankreasflüssigkeit, in der auch zum Beispiel Bicarbonat ist, das dann auch nach außen hin verloren geht. Was auch möglich ist, es hat wieder auch mit der Niere zu tun, aber jetzt ist es nicht so, dass die Niere nicht mehr genug Säuren ausscheiden kann, sondern jetzt haben wir hier bei der renal-tubulären Azidose, speziell Typ 2, das Problem, dass das Bicarbonat aus dem Primärhahn nicht mehr zurückresorbiert werden kann. Das heißt, hier geht dann auch viel oder zu viel Bicarbonat im Urin verloren. Was auch dafür ein Grund sein kann, ist eine Intoxikation mit Carboanhydrasehämmern. Und das sind Medikamente, die hemmen die Carboanhydrase. Und das ist genau das Enzym, welches in der Niere das Bicarbonat aus dem Primärhahn zurückresorbiert. Also hat man dort im Prinzip den gleichen Mechanismus, nur aufgrund einer Medikamentenintoxikation. Wo man auch aufpassen muss, ist zum Beispiel, dass das Chlor sekundär sozusagen ansteigt aufgrund der primären Bicarbonatverlust, muss nicht immer unbedingt eine Reaktion sozusagen auf den primären Bicarbonatverlust sein, sondern es kann sich auch durch eine Intoxikation von chlorhaltigen Substanzen auch möglich sein, die zum Beispiel auch eine metabolische Azidose auslösen. Das heißt, hier kann es wirklich sein, dass man eigentlich nicht Bicarbonat verliert, sondern einfach nur der Grund von dieser Normalanionlücke einfach zu viel Chlor, eine Intoxikation mit solchen chlorhaltigen Säuren sein könnte. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Schaut auch nochmal, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, das Video über die Einteilung oder die Beurteilung einer BGA. Und demnächst folgt auch noch ein Video, an dem wir uns nochmal speziell BGA-Beispiele anschauen werden und besprechen werden.